Ja, meine Lieben, herzlich willkommen in Alien Isolation. Herzlich willkommen in bei Avonacho. So ist es richtig. Alles andere wäre komisch. Ich muss zugeben, dass ich jetzt mal nachgeguckt habe, wo finde ich diesen dämlichen Schlüssel. Und ich hatte hier schon öfter reingeguckt. Hier ist er drin. Also zumindest laut der Beschreibung. Das ist übrigens das Einzige, wo ich jetzt auch nachgeguckt habe. So, das mit der Freigabe haben wir gemacht. Aber wenn ich hier drauf drücke, passiert gar nichts. Auf Fehler. So, hier ist er nicht drin. Hier komme ich jetzt wieder raus. So, Audio. Gucken wir erstmal hier. Genau, er sollte die Notfallabschaltung. Da stand er drin. Habe ich ja schon gemacht. Ich komme nicht weiter. Warum komme ich da jetzt nicht hin? Übergangspatienten müssen ihre Crewnummer und Endung zulassen. Hallo? Aha. Privat. Gucken, ob der hier irgendwo. Es interessiert mich nicht, was sie aus meinem Unternehmen. Was sie meinen, unternehmen zu müssen, verschwinden sie aus San Cristobal sofort. Sie wissen, was wir da drin aufgebaut haben, und es tut mir wirklich leid, was das für die unverlegbaren Patienten dort bedeutet. Aber es geht nicht anders. Dies ist die letzte Warnung. Da ist der. Da ist der Code. Dann habe ich das nämlich die ganze Zeit vergessen. Weil ich gesagt habe, privat ist nicht mehr wichtig, ne? Offensichtlich doch sehr wichtig. Da findet ihr die Codes. Der Code lautet 2505. Okay. Und nein, ich wollte eigentlich nur hier wieder raus. Ah, so ging's. Okay, und nochmal raus. So, und jetzt sollten wir da auch dran kommen. Das soll mich jetzt bloß in Frieden lassen. Ja. 25. Muss ich hier mit? 25. Verdammt, ich komme gar nicht zurück. Was will ich denn? Nein. Wie komme ich denn jetzt zurück? Gar nicht. Ach, da muss ich einmal so machen. So. 25. 0. Jetzt komme ich da auch an. Aufstehen. Schlüsselkarte nehmen. Kann ich nicht. Ah, jetzt kann ich. Und speichern. Samuels, bin schon unterwegs. Bin schon unterwegs? Ja. Also es ist... Es ist also wichtig wirklich, dass ihr die Privatnachrichten durchguckt, um an diese Infos ranzukommen. Jetzt muss ich gucken, wo war denn jetzt die Tür? Ich glaube hier oben, wa? Wo ich nicht mehr weiterkam. Ich glaube, nee, hier war Müll. Jetzt darf ich diese Tür suchen. Was sagt denn die Map? Na, dass ich da oben hin muss. Na super. Bin leise. Durch die Gegend kriechen. Dachte ich mir. Runter, 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 runter. Wo ist es jetzt? Geh mal da hinten hin. Oh. Mitnehmen.
muss das alte Vieh nur noch abbauen. Wo könnte denn jetzt die Tür gewesen sein? Das muss ich echt mal gucken. Das sehe ich jetzt hier aber. Mit der Maus kann ich ranzoomen. Wo können sie jetzt in der Tür gewesen sein, wo ich nicht reingekommen bin? Hier war ich drin. Hier war, meine ich, nur Schrott. Hier? Kann das sein? Hier war ich ja drin, aber hier war ja auch keine, hier war doch gar keine Tür. Dann wird das auch keine Tür sein. Eieieiei. Das heißt, ich muss jetzt hier erstmal gucken, wo diese dämliche Tür war. Verdammt. Doch wieder da. Ja, wo willst du hin? Steht nur dumm rum. Ach, das ist noch eine Schächte. Da irgendwo. Dann ist ja eigentlich alles gut. Das ist jetzt auf dem Flur. So viel steht fest. Läuft er? Na komm, schon richtig. Schon richtig, du siehst mich ja hier nicht. Du sollst in den Lüftungsschacht verschwinden, du blödes Vieh. Na super. Aber ich kann hier mal. Na nö. Wie kam ich denn da jetzt ran? Ach da. Da habe ich auch nichts mehr von, ne? Rohrbombe habe ich gefunden. Kann ich das doch herstellen? Ich meine, nutzen wird es mir nichts. Glaube ich nicht. Ich kann zumindest ein paar Sachen loswerden. Aber dann würde ich doch erstmal eher... Habe ich nicht? Habe ich? Habe ich. So, dann ist das Inventar ja schon mal ein bisschen leer. Komme ich jetzt raus? Das hier oben drin. Ja, ich denke schon. Oh oh. Schon wieder irgendwo hergekrabbelt. Na toll, keine Möglichkeit, mich zu verstecken. Doch da hinten. Jene Area, da war ich ja auch schon drin. Das ist jetzt mal der einzige Weg, den ich gehen kann. Hier bin ich jetzt rein, da ist keine Tür mehr. Oder war da hinten noch eine? Ich glaube nicht. Hier bin ich aus dem Schacht rausgefallen. Gucken wir mal hier weiter. Da meine ich, wäre ich überall drin gewesen. Ja. Aber irgendwo muss es jetzt hier auch weitergehen. Ich kann nur einfach mal wieder alles absuchen. Oh oh. Wo ist es? Also hier raus. Aber da ist doch auch noch Müll gewesen. Dann muss ich hier doch nochmal reingucken. Weil
Nee, hier ist doch eine verschlossen. Das ist doch eine Tür, oder nicht? Wie konnte ich denn das jetzt nochmal anzeigen lassen? Warte mal. Endelf? Legende. Nutzen wir was? Ich hab da Stockwerk gewechselt. Größer, kleiner. Karte bewegen. Na super. Wie habe ich denn jetzt nochmal hier die Sachen eingeblendet? Das ist doch die verschlossene Tür, ich tippe. Jede Wette. Natürlich. Rotes Kreuz war verschlossen. Ah, gesperrte Tür. Die dürfte dann jetzt nämlich nicht mehr gesperrt sein. Ah, die Taste ist das okay. Ist bei mir die Ende-Taste. Das heißt, ich muss jetzt hier durch. Das hätte ich viel einfacher haben können. Ich war ja schon da. Da. Es geht nach hinten. Dann gehe ich jetzt so rum. Da gehen wir hinten wieder raus. Und da müssen wir rechts. Ja. Dann gehen wir nämlich hier wieder rum, weil da können wir uns ja überall verstecken, das ist ja gut. Den habe ich schon durchsucht. Ja, da müssen wir nicht, wir müssen noch ein bisschen weiter. Nicht so laute Türen machen. Erschrecke ich mich doch wieder. So, und da müssen wir hin. Na, bleib schön weg. Schlüsselkarte benutzen. Na, endlich. Na toll. Schon mal eine Karte. Das ist gut. Ist alles im Eimer, Samuels. Glaube ich zu. Nee, ist das eine Karte? Nein, das ist keine Karte. Dann ist das auch keine Karte. Verdammt. Aber hier komme ich rum. Da ist aber auch noch ein Raum. Oder Speicherstation. Muss ich mal gucken. Da rausfallen. Keine Speicherstation, verdammt. Was könnte denn da hinten noch sein? Irgendein Raum. Aber hier muss ich jetzt rein. Das heißt hier durch und da irgendwie hoffe ich. Machen wir jetzt erstmal das Medikit. Ich muss mich sowieso irgendwie verkriechen. Wieso höre ich jetzt immer dieses Piepen? Verdammt. Oh. Entweder ich bin nicht weit genug. Das sieht nicht so aus, als wenn ich hier weiterkomme. Da irgendwo? Da ist sicher aber auch nichts. Hier soll ich hin. Ich soll die Krankenstation nach dem Medikit, ja. Den Operationssaal. Na gut, hin. Da konnte ich mich. Leg dich nochmal hin. Zeig's mir. Ah. Oh. Hier sind Typen. Und da kann das Elm. Ihn einfach erschossen. Hier ist alles so schnell.
schnell außer Kontrolle geraten. Das ist er hier. Ja, hol sie dir. Hol ihn dir auch noch. Sehr schön. Nein, nicht so. Nicht so schnell kaputt machen. Ja, gehen erst ein bisschen. Lauf weit weg. Okay, die bin ich auf jeden Fall schon mal losgeworden. Jedoch besser erstmal hier gucken, wa? Das heißt, ich muss da raus. Links rum und dann gleich wieder links. Ich will nicht. Da ist noch so ein... Na toll, zwei Schächte, wo es rauskommt. Das ist rechts von mir. Ob es mich liegen zieht? Taut wieder ab. Hätte ich mal gedacht. Du siehst mich nicht, ich liege. Naja, schön weitergehen. Dankeschön. Wow. Also wenn man liegt, scheint man echt so weit sicher zu sein, habe ich so das Gefühl. Eingewandert und dann in den Lüftungsschacht, wa? Alter, was habe ich? Ein Schwein. Da muss ich jetzt rein. Und da ist auch das Operations... Der Operationssaal. Ist das fies. Immer in der Nähe. Was haben wir denn da noch drin? Gibt es da noch reinkommen? Na toll. Nach Medikit suchen. Ist ja schön. Das wollte ich nicht. Okay, da ist er rausgekrabbelt. Samuels, ich habe die Medikamente. Wir sind an der Transitstation beim Empfang der Krankenstation. Rupi, wir haben Schüsse gehört. Und wenn wir die gehört haben, dann hat die Kreatur das auch. Also Problem. Sagst du mir. Ja, immer. So, was kann ich machen? Speicherstation ist da hinten. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss hier durch. Ja, dann kann ich sowieso nochmal hier zwischenspeichern. Also nochmal durch die beiden Türen. Wäre dann jetzt einmal links. Und dann die nächste rechts. Einmal speichern. Dann werde ich hier wohl irgendwo runter müssen. Hier oder hier? Das ist dann jetzt die große Frage. Okay. So, wir haben aber 19 Minuten rum. Das heißt, ich bin jetzt an dieser Stelle einfach mal. Weil, wenn es mich jetzt wieder frisst, habe ich ein Problem. Dann dauert es wieder unnötig lang. Und von daher, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Teilt es gerne auf Social Media. Womit ihr mir natürlich helft. Das wisst ihr ja. Und dann starten wir zur nächsten Folge. Also, bis dahin. Bye-bye.